Got some rare things. What are you tunen. Striker, nope, will ich nicht. Sturmgewehr, nope, will ich nicht. What are you kaufen. Selling? Ne, wir haben noch nicht geshoppt anscheinend. Thank you. Das behalte ich jetzt erstmal. What kaufen. Are you buying? Was hat er denn? Nichts, oder? Gar nichts, okay. Dann auf Wiedersehen. Gespeichert wird. So. Weiter geht es. Jetzt sind wir in der Mine. Und das macht richtig Spaß. Hier werden wir noch jede Menge Spaß haben. Denn unsere Freunde, unsere normalen Freunde, die Dorfbewohner, die Ganados, sind wieder am Start. Und die killen wir jetzt einfach mal so easy peasy. Lemon squeezy. Oh ja, halt die Schnauze. Ihr werdet jetzt aufgeschlitzt. Ihr haltet ein bisschen mehr aus als die Leute im Dorf, habe ich das Gefühl. Ah, verbrenn einfach elendig, du Arsch. So. Haben wir alles erledigt. Wir haben 25 Schuss in der Pistole. Krass. Krass, fett aufgetunt. Zack. Pistolenmunition, Geld, jawohl. So, dala, weiter geht's. Ich werde jetzt gleich ganz schön rund gehen. Aber damit habe ich kein Problem. Guten Tag, wie geht's euch so? Alles gut? Wollt ihr hochkommen? Ich warte auf euch. Weh, du schmeißt was, ich sag's dir, Kollege. Ich will bloß, dass du zu mir hochkommst. Und du am besten auch, ja, komm. Alles gut, die da hinten, die können jetzt noch nicht kommen. Der will noch nicht, den könnte ich triggern, indem ich auf ihn schieße, aber das will ich jetzt auch nicht. Wir machen das lieber so. Off. Ein Witz, oder? Verpiss dich, runter mit dir, du Sackgesicht. Mensch, da liegst du aber gut. Da musst du runterfallen, weil sonst komme ich nie rüber. Jetzt hat der noch eine Axt. Eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Mensch, die kriechen auch dahin. Das ist ja fürchterlich. Ja. So, runter. Das dauert mir alles zu lang. Ach, so einer bist du jetzt auf einmal. Zack, Tschüssikowski. Oh, fuck. Hat er daneben geworfen. Ach so. Nein! Was ist denn jetzt kaputt? Ich bin verwirrt. Der braucht noch einen Kopfschuss. Am besten noch einen Tritt hinterher, dann fällt er runter. Jawohl, so, wo ist der andere? Oh, Dynamit! Zack! Alles in die Luft gejagt. Dann ist noch ein bisschen Geld. Die da hinten interessieren mich jetzt gerade nicht. Der interessiert mich jetzt gerade. Da droppen noch ein paar Gegner, sehe ich gerade. Ach komm. Tschüssikowski, du Arsch. Warum trifft er denn den scheiß Kopf nicht? Oh. Zack. Du bist... Hör mal auf zu schmeißen, wie viele der hat. Das gibt's ja nicht, wie viele Äxte der im Arsch halt stecken hat. Achtung. Die Plagas ist hinter uns. Da ist er down. Du lebst auch noch. Zack. Kriegst noch einen Kick in die Eier. Sodala. Wo sind sie denn? Da oben steht noch einer, den hole ich mir gleich. Hier ist noch ein bisschen Geld. So, ist hier irgendwo was? Schrotgewehrmunition, ein Traum. Schauen wir hier mal weiter. Halt, da war was. Seitenkristall. Na, aber hallo. Betätigen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ah ja. Mit Dynamit. Na, das ist ja super. Genau das, was wir brauchen. Oh, was ist jetzt los? Hat da jemand die Stromversorgung unterbrochen? Wer schreit denn da schon wieder? Was ist denn los? Warum seid ihr denn alle so aggro?
Ah, hier Dynamitmensch. Ein Dynamitmensch. Also. Das hast du davon. Man läuft nicht mit Dynamit in der Hand. Und da oben haben wir noch einen. Ja, der schmeißt jetzt noch was, aber es interessiert uns eher weniger. Wo ist er denn? Da. Nein! Ah, ich dachte, ich könnte ihn irgendwie dazu bewegen, hinzufallen oder so. Egal. Hat er uns einmal getroffen. Sodala. Schauen wir mal. Ich habe ganz schön Pistolenmunition gerade verballert. Aber das macht nichts. Wir haben noch genügend. Nehmen. Gold ist auch noch da. Der hat Dynamit auf dem Rücken. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich hätte das Dynamit eindeutig getroffen auf seinem Buckel, aber nee, da wollte er dann doch nicht irgendwie explodieren. Egal. Wieder einschalten. Natürlich wollen wir das wieder einschalten. Wir brauchen das Dynamit. So, gibt's hier noch irgendwo was? An den Wänden klebt sicher irgendwo irgendwelche Schätze, aber ich habe so viel Geld, da brauche ich wirklich nicht drauf zu achten. Das würde bloß wertvolle Zeit kosten. Ich werde ja auch nicht jünger und ihr auch nicht, deswegen kommt jetzt einer mit Kettensäge. Na, Halleluja! Ich hab ganz vergessen, dass du hier auch noch bist. Aber, wo ist er denn? Wo hat er sich denn gedroppt? Ah, hier. Oh, fuck, jetzt geht's richtig rund. Aber ich habe die Striker. Und ihr da hinten. Oh, die war schlecht, aber egal. Ich muss jetzt irgendwie den Typen hier platt machen. Oh, Mann! Die mit ihrem dummen Rumgeschmeiße da. Mir ziemlich auf dem Senkel, du. Zack, Tschüssikowski. Da platzt er auf, der Sack. Also auch tot. Zack, so, nur noch der Kerl. Jawohl, der ist tot. Feierabend. Er hat nichts gedroppt. Wieso hat er nichts gedroppt? Nicht mal Geld. Gar nichts. Was ist denn das für ein Arsch? Ich denke, weil der nochmal aufsteht. Das kann sein. So, wir haben ja zwei Erste-Hilfe-Sprays. Das sollte nicht so das Thema sein. Die Energie. So, da la. Jetzt müssen wir nochmal das Knöpfchen hier betätigen. Jupp, betätigen wir den. So, da la. Dynamit ist da. Ich denke, der Motorsägen-Typ steht nochmal auf. Auf jeden Fall. Der sieht nämlich irgendwie danach aus, als würde er nochmal aufstehen wollen. Der am liebsten so alles abschneiden, was du hast. So. Weg mit dem Stein. Du willst mich doch verarschen. Wie kannst du hier treffen? Schnell weg. What the fuck? So, jetzt könnt ihr rüberkommen, wenn ihr wollt. Oh, fuck. Munition verschwendet und er fällt einfach runter. Macht gar nichts. Zack. Das war's. Und der steht tatsächlich nicht nochmal auf. Hm. Komisch. Sodala, bisschen Pistolenmunition verschwendet. Ja, was heißt verschwendet? Wir müssen sie ja benutzen. Aber wir haben noch genügend Schuss. So ist es nicht. Und die Striker hat auch genügend Schuss. Und Erste-Hilfe-Spray haben wir auch noch eins. Magnum-Munition, ein Traum. Granate, jawohl. Weiter geht's. So, hier wird's jetzt gleich interessant. Denn El Gigantos sind im Anmarsch. Wie war das hier? Ich muss ganz kurz mich entsinnen. Das war irgendwie ganz crazy hier mit dem Loch in der Mitte. Oh, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir farmen erstmal.
Wir drücken jetzt noch nichts. Gewehrmunition brauchen wir. Oh, ich habe ihn schon getriggert. Und zwar die Brüder Grimm sind da. Und das ist natürlich richtig hardcore. Denn die Typen haben einiges auf dem Kasten. Aber einen kann man relativ easy peasy lemon squeezy killen. Und dann machen wir es so. Fliegen hier rüber. Zack, machen das Ding, drücken das Ding gleich mal. Tschüssikowski. Ja, der will jetzt nochmal rausgreifen hier. Das sieht dann ziemlich episch aus. Aber das ist ihm dann doch auch zu warm. So, jetzt klettern wir hier nochmal hoch, weil da sind wir relativ sicher. Sodala. So, war es nur noch einer. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, der will natürlich da nicht rein. Leider kann man den zweiten nicht auch da versenken. Oder doch? Könnte man. Theoretisch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, den zweiten habe ich immer mit Waffengewalt zum Schweigen gebracht. Wir probieren es einfach mal. So, wo ist er denn? Ah, unter uns. Da will er schon schütteln, dass wir runterfallen. Ja, nee, man kann den zweiten leider nicht einfach so killen. Dem gebe ich's. Wie gebe ich's ihm? Wie will er's denn, ist die Frage. Ich sollte ihn vielleicht mal fragen, wie er's haben will. Ob er's eher granatenmäßig mag oder... Ich weiß nicht. Eher scharfschützengewehrmäßig. Der sieht schon ziemlich finster aus mit seinem Bandana. Aber das bringt ihm gar nichts, wenn er hier rumsprintet. Der Typ, der will auch irgendwie nicht seinen Plagers rausholen. Das ist ja wieder mal das Übliche. Man muss dem Typen seinen Plagers vom Rücken rauslocken und ihn dann ein bisschen aufschlitzen. Aber er hat da irgendwie keinen Bock drauf gerade. Das ist natürlich schade. So, jetzt will er wieder schütteln anfangen. Das macht mir gar nichts. Kann man das immer noch nicht verwenden? Nee, man kann bloß einen damit leider killen. Okay, nee, ich verschwende hier bloß wertvolle Scharfschützenmunition, das sehe ich schon. Er will einfach... Oh, du Ficker! Du blöder Ficker! Tut dir gleich mal die Hand weh, du Sack. Jetzt holt er sein Plagas raus, endlich. Schönes Kinder, ich warte schon die ganze Zeit. Schlitzen wir das ganze Ding einfach mal auf. Sackgesicht, du. Ja, das bringt nix. Der ist irgendwie ein bisschen sauer auf uns. Ich kann's verstehen. Oh oh. Ah, fuck. Ich hab vergessen, dass man da Quicktime-Event machen muss. Oh, du Kerl, du Blöder. Er will einfach nicht verrecken. Hält schon ganz gut aus, der Sack. Das kann doch nicht sein. Ey, was zum Geier? Das war's. Ja, das war's. Scheiße. Oh, ich will ihm dauernd durch die Beine latschen, warum auch immer. Ja, das war's. Kacke. Kacke. Aber eigentlich ist das nicht mal schlecht, dass ich gestorben bin. Weil dann verschwende ich nicht meine wertvolle Scharfschützenmunition. Das ist nicht mal schlecht. So, der Lader hinten war Schruckgewehrmunition. Machen wir auf jeden Fall mit der Striker die Kerle platt. Oder aber wir opfern eine Granate. Ich denke, eine Granate können wir auf jeden Fall opfern. Erste Hilfespray, hey! Eine Blendgranate. Die könnte ich ihm natürlich auch geben, wenn er seinen Plagas draußen hat, aber... Nee. Ich habe bloß zwei Blendgranaten, das ist nicht unbedingt viel. Sodala.
Dann triggern wir mal die zwei Kerle hier. So, ab nach oben mit uns. Sonst passiert noch ein Unglück, du. Und rüber.